Hallo zusammen, heute gibt es ein neues Video von mir. Ich sag nun schon mal vorab, falls euch das so viel Make-up ist, schaltet bitte ab. Ich sag's jetzt immer dazu. Heute gibt es nur das Augen-Make-up, weil meine Make-up-Routine ist von dem Silvester-Make-up noch komplett gleich geblieben. Ich hoffe, euch gefällt der Look. Mir hat er super gut gefallen. Und ich finde, so wie es rausgekommen ist, sieht es unheimlich schön aus. Die Palette verlinke ich euch nochmal unten. Ich benutze jetzt so zwei Brauntöne. Das ist von BH Cosmetics, die Modern Mattes Palette. Und das Braun trage ich mit einem Blenderpinsel auf. Ich habe keine Lidschattenbase benutzt. Also ich muss dazu sagen, ich benutze meistens Concealer, um darüber halt meine Lidschatten aufzutragen, weil ich damit einfach am besten klarkomme. Ja, den trage ich einfach auf, um halt einen guten Schatten zu werfen, dass der Rest voll gut zu verblenden ist. Und ja, hier zeige ich euch nochmal die Blautöne und zwar sind es die neben dem Schwarz und dem Grau, die beiden. Die habe ich immer gemixt. Ich habe es erst mit dem Pinsel versucht. Ich muss aber sagen, damit kam ich nicht gut klar und damit hat mir die Pigmentierung der Farbe nicht gefallen. Danach habe ich zu einem Pinsel von Forever gegriffen, der die Pigmentierung von den Lidschatten echt super ausgeführt hat und ihr seht ja, wie stark die Farben sind. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich tausendmal drüber gegangen, bis ich wirklich das Ergebnis hatte, was mir gefallen hat. Ich habe nicht alles unbedingt noch eingeblendet, aber ich habe, wie gesagt, immer die beiden Farben gemischt und dann kam das Ergebnis raus, das ihr eben gesehen habt. Mir gefällt es unendlich dolle und es hat mir so viel Spaß gemacht, mal mit Farbe zu, wie soll ich das sagen, mit Farbe zu üben, weil ich benutze sonst nicht wirklich oft farbigen Lidschatten. Ich habe es immer wieder aufgetupft, aufgetupft und oben an den Kanten habe ich es versucht, ein bisschen zu verblenden. Ich gehe gleich auch nochmal mit dem Lidschattenpinsel, wo ich eben die braune Farbe mit aufgetragen habe, nochmal drüber, um wirklich keine Kanten zu haben, sondern dass es alles schön weich verblendet ist. Das seht ihr jetzt hier. Und das mache ich wirklich, damit es fließend aussieht. Dann trage ich den blauen Lidschatten unter mein Auge auf. Dann ist mir aber aufgefallen, dass es ganz schön doll runterbröselt. Und ich habe so ein Puder von P2, das habe ich mir darunter aufgetragen. Ihr könnt jegliches loses Puder benutzen. Ich habe das aufgetragen mit einem Beauty Blender, damit wirklich nichts mehr runterfällt und mein Make-up versaut, weil ihr wisst, ich mache immer erstmal Make-up und dann meine Augen. Ich sollte mir das vielleicht mal abgewöhnen, aber so hat es für mich ganz gut funktioniert und somit ist auch nichts mehr auf mein Make-up gefallen. Falls ihr mich zwischendurch reden seht, ich rede mit meinem Mann, weil wir haben uns für Silvester fertig gemacht an dem Tag. Dann benutze ich den Mary Luminizer, denn, ja, wie soll ich das erklären? Ich sprühe den Pinsel mit NYX Fix Plus ein und trage das Ganze in mein Inner Corner, damit ich ein schönes Highlight habe, weil ich wollte auch an Silvester nicht mit Glitzer arbeiten und dachte mir, ich werde das so machen, weil ich finde, der blaue Lidschatten war schon krass genug und dann noch Glitzer, das wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Ich trage den blauen Lidschatten immer und immer wieder aus, so lange, bis ich das gewünschte Ergebnis habe. Dann benutze ich den NYX Jumbo Pen und mache das mit einem Lidschattenpinsel, um nicht auf meinen Lidschatten drauf zu fassen, damit die Pigmentierung nicht weniger wird. Ich empfehle euch, diesen Schritt vielleicht am Anfang zu machen, dann habt ihr nicht dasselbe Problem wie ich. Den trage ich auch in meine Wasserlinie auf. Das ist wie gesagt schwarz, als auch oben an meinen Wimpernkranz und verblende das gleich. Und darauf tupfe ich dann noch leicht einen schwarzen Lidschatten. Das ist vollkommen komplett egal, welchen Lidschatten ihr benutzt. Ihr hört schon, ich habe das lange nicht mehr gemacht mit dem Voice-Over. Ja, aber ihr seht ja genau, was ich mache. Letztes Mal habt ihr euch gewünscht, dass ich doch wieder Voice-Overs mache. Ich habe es einfach mal gedacht, ich versuche es mal ohne. Ja. Jetzt benutze ich meine Wimpernzange und fische meine Wimpern. Ich habe das jetzt nicht alles mit reingeschnitten, weil das wäre viel, viel, viel zu lang geworden und viel zu lang alles für euch. Fische, fische und fische meine Wimpern. Ich hoffe wirklich, die Videoqualität gefällt euch, weil ich finde, es sieht so schön aus, wie das Ganze aufnimmt. Ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen natürlicher vom Make-up her, das ist ein älteres Video. Da benutze ich den NYX Lingerie in der 06 als auch in der 08. Ich meine zumindest, das ist die 06. Das ist auf jeden Fall Lace Detail, den ich hier auftrage.
Und Push-Up ist der, den ich jetzt drauf tupfen werde, der etwas dunklere. Das Ganze seht ihr genau jetzt. Den tupfe ich so ein bisschen drauf, um das Ganze ein bisschen dunkler zu machen. Als auch benutze ich gleich von Trended Up so einen, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, so ein Lip, sowas wie ein Lip Liner, nur in dicker, und das ist die 020. Benutze ich aber jetzt noch nicht. Jetzt kommen erstmal die Wimpern von Lana Lashes in Liberty und mein Duo-Kleber, den trage ich auf und in der Zeit benutze ich jetzt gleich den Lip Liner, weil ich den erstmal antrocknen lasse. Dazu lege ich die Wimpern immer irgendwo auf die Seite, wo sie nicht auf den Kleber fallen. Hier tupfe ich diesen Lip Pencil auf und ich finde, das gibt ein richtig schönes Ergebnis. Danach trage ich die Wimpern auf und dazu kommt auf jeden Fall die nächsten Tage noch ein Video, wie ich meine Wimpern anklebe. Ich vergesse das mal immer richtig zu drehen und euch zu erklären, weil das will ich nicht mit einem Voice-Over unbedingt machen. Das ist einfacher zu erklären, wenn ich das wirklich in dem Moment mache. Und wenn ich meine Wimpern angeklebt habe, benutze ich noch das NYX Fix Spray und das ist auch schon mein Make-up. Ich hoffe wirklich vom ganzen Herzen, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte in die Kommentare damit, weil ich lerne auch immer dazu und ich wollte jetzt wirklich so auf die Make-up-Videos gehen, weil das macht mir einfach am allermeisten Spaß und ich sehe auch, dass euch das gut gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann. Ciao!